Das Fufu-Video kam ja bei den ein oder anderen ziemlich gut an und ich dachte mir, schön, dass ich hingelegt habe, aber wie sehen andere das? Wie machen andere das? Und ich dachte mir, das ziehen wir uns jetzt mal gemeinsam ran. Ah ja, by the way, ich habe das Video noch gar nicht gesehen. Ne? Ich habe es mit Absicht rausgesucht, aber noch nicht geguckt. Ich gucke es jetzt mit euch gemeinsam. Greetings, my beautiful love. Oh, cute. Sieht schön. Sweet. Einfach süß. Lovelies, it's Emmy. How are you? Fufu comes from Africa. Okay. It's starch that often accompanies soups and stews like egisu and okra. Sie meint egushi oder egusi. Voll sweet. Sie sagt egisu. Das heißt aber egusi. Also wir sagen egusi dazu. Stews. And today I'm going to be making fufu from scratch. And I'm also going to show you how to make a goat and okoro or okra. Stew. So, I'm super excited to try Fufu. I've never had it before. I can't wait to dip it into my soup. Was? Das ist ihr erstes Mal? Also dafür muss ich sagen, war es am Anfang schon richtig, also das Anfangsbild war richtig gut. Ich dachte so, ja, hätte meine Mutter sein können, die das gemacht hat. Aber first try, wie talentiert ist die denn? And to use my hands to eat it. Now, Fufu is actually a very labor-intensive process to make. It consists of cassava and green plantains. So first these are peeled and then steamed or boiled. 2 hours later. Ich bin richtig aufgeregt, Leute. Ich bin richtig aufgeregt. Voll hyper, weil die macht das tatsächlich oder erklärt das genauso, wie ich es auch gemacht habe. Ich verlinke euch hier nochmal das Video von mir. Aber genauso wird Fufu gemacht. Eigentlich, traditionell, ne? It's Sunday. Verzeiht mir. Weiter geht's. Plantain and one person to add the ingredients to the mortar itself. It's a lovely dance in synchrony. It kind of reminds me of traditional mochi making, where one person's pounding and one person turns the mochi. Mochi oder mochi wird genauso gemacht? Ich lerne richtig viel gerade. Interessant. But this is a green plantain. It's important that it be green. Let's just chop everything up. A plantain is much starchier than a banana. I'm gonna give this a little bit of a chop to help my blender out. Cassava is actually indigenous to South America and was brought over to Africa by the Portuguese. It's very hot. Kommen wir mal weiter. It's what's used to make boba. Boba? Was ist boba? Nicht mal aufschreiben. Was ist boba? Wisst ihr das? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Wisst ihr, was boba ist? I've chopped up my cassava and my plantain. I have 2 cups of each. We're going to do this in batches because the goal is to get a very, very smooth, smooth puree. And I've got 2 cups of water, and I'll add about a third of that. Make sure the lid is on securely. Alrighty, here. Achtet darauf, dass ihr den Deckel drauf macht, weil wenn nicht, habt ihr eine Riesensauerei in der Küche. And we don't want Sauerei in der Küche. Ist sowieso immer ein Riesenmess, wenn ihr in der Küche seid und kocht und sowas Aufwendiges macht und danach müsst ihr aufräumen und habt einfach gar keinen Bock, weil ihr eh schon total angestrengt gekocht habt. Ja, okay, weiter geht's. Ja, okay. Place it into the microwave and microwave it for 7 minutes. What? Ja. And I'm going to this look. Ich habe jetzt ein bisschen gesappt, weil der Prozess, der ist genau derselbe wie auch in meinem Video, dass man dann, hat sie da Handschuhe an? Translucent, but part of it is still kind of milky. So I think I'm going to give this 1 more minute. Now the consistency. Ah, übrigens, super Anhaltspunkt. Sie hat gesagt, translucent ist transparent, unsichtbar. Und wenn es noch milchig ist, dann hat es sich noch nicht ganz verbunden, beziehungsweise die Feuchtigkeit ist noch nicht ganz raus. Also muss es dann nochmal in die Mikrowelle. Und das ist ein guter Anhaltspunkt, um zu wissen, ob sich wirklich alles gut verbunden hat. Sollte dann am besten eine schöne Masse sein und keine milchigen Rückstände oder Flakes drin haben. The other fufu will depend on how much water was added to it. If you like it harder, you would cook it a little bit longer. If you want it softer, you would add more water. Okay, so here. Hast du gehört? Weicher, mehr Wasser, weniger weich, weniger Wasser. Here we are. Okay, now I think we are at where we need to be. Everything is translucent. Yes. There's no uncooked batter.
And it is very sticky and stretchy. Ja, boah, Leute, ich habe jetzt so Hunger. Ne? Das ist der Wahnsinn. Das sieht so lecker aus. Yum, 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 yum. A little bit of water on my hands. So this would traditionally be pounded with a special pestle. Aha. Since I don't have one, I'm just using my knuckles. Okay. Aha, darauf habe ich gewartet. Ihr schmeckt es scheinbar. Let me see if the fufu has any taste of its own. Mm. The fufu itself doesn't really have much flavor. Yep. It's a perfect blank canvas for the stew. It's so, nochmal um alle anderen Fragen zu beantworten, die sie, also Leute, die mich immer gefragt haben, wonach schmeckt Fufu denn eigentlich? Sie sagt zum Beispiel, und das ist ihre Meinung, dass Fufu nach nichts wirklich schmeckt, dass es aber eine perfekte Basis für die Soße ist, die man dazu dann essen kann, um die Soße so ein bisschen zu verbinden. Und es einfach schmeckt irgendwie nach nichts, aber mit Soße richtig geil. Stimme ich sogar ein wenig zu. Ich kann das nicht ganz beschreiben, wonach Fufu schmeckt. Es ist kein bis ein Eigengeschmack, ist aber immer eine super Unterstreichung für gerade Soßen wie Okra Stew oder Erdnusssoße. Und ich liebe es. Man kann Erdnusssoße, kann man zwar auch pur essen, aber ich liebe es, zusammen mit Fufu zu essen. Das ist irgendwie voll Tradition. Und ich finde es toll, dass sie das nochmal gesagt hat, weil viele sich das einfach auch fragen. It's more about a texture. It's bouncy and slippery and stretchy and a really great echo of the textures found in the stew. It's just so much fun to let it slide right on down. So, liebe Leute, schreibt mal unten gerne auch in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, was ihr euch so wünscht, was ihr vermisst. Und dann werde ich mal gucken, ob ich das demnächst mal einbinden kann. Übrigens wird es ab Dienstags einen ganz besonderen Tag geben für eine ganz besondere Person, die ihr bestimmt auch schon vermisst habt. Die wird jetzt etwas öfters vor der Kamera erscheinen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und ciao.